Yo YouTube, und dann begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Let's Play Ticket Skyblock. In der letzten Folge haben wir hier die ganzen Birkenteile gebaut und am Ende noch hier unser Kleinster aufladen lassen, aber das Ding ist schon voll und ja. Dort ist noch was drin. Das heißt, wir werden uns. Das ist eigentlich alles schon 5er, ja, da müssen wir uns mal ein bestes Relay machen. Wenn wir unten bestes Relay sammeln, dann noch mehr von dem Zeug. In Relay MK3, den brauchen wir. Oh, dann ist das Ding auch schon alle. Ja, aber das lohnt sich, weil da mehr EMC rumkommt. Jetzt wird natürlich das vorhandene EMC wieder zerstört, wie so cool wie ich bin. Ist egal. Wir haben es ja. So. Ich habe mal hier meine Tabelle da auf meinem linken Bildschirm da runtergescrollt. Was ich da alles für Quests noch habe. Und die werden wir dann in dieser Folge erledigen. Also das sind jetzt hier alles ein paar so Questcraft-Folgen. Mal zur Abwechslung. Es muss ja nicht immer was so ganz Spannendes sein. Oder? Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Okay, wir müssen uns jetzt einen Bogen craften. Ich hätte eigentlich noch zwei gebraucht. So. Und dann brauche ich noch Fäden. Und zwar 3 Stück davon. 1, 2, 3. So, zack, das kommt da rein. Das kommt dort rein und dann haben wir einen Bogen und dann haben wir auch schon die andere Quest mit Collect Arrows and Craft a Bow. Wie wird jetzt hier der Bow anders gebaut? Hab ich doch. Das muss hier andersrum, ey. Ah. Ist doch völlig egal, wie rum. Ah, Mann. Ich denke auf jeden Fall mit, ne? Ich einfach mal die Leine krumm machen. Und nicht die Stöcke. Ah, ja. So, Bogen haben wir jetzt. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Von daher können wir gleich wieder verbrennen. Um uns ein bisschen Saft rauszuholen. Es ist schon wieder Nacht und ich gehe schlafen. So. Komm, mach hin. So, die Quest haben wir jetzt auch erledigt. Ja, ich war das mit so Craft 10 Stone Buttons. Das war Stone, wie der Name schon verrät. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, der sollte ja, keine Ahnung. Der kennt sich nicht mit Minecraft aus. Wo der Button jetzt mit den Dingern gemacht. Keine Ahnung. Button. Ah, mit zweimal dem Zeug übereinander. Ich soll mal 10 davon hier herholen. So. Nochmal 10 Buttons. Ist auch gut. So. Craft 30 Stone Slabs. Ne, die habe ich schon, haben wir schon ganz am Anfang gemacht. Craft 10 Schilder. 10. So. Brauchen wir ganz viel Teile und Wood und was weiß ich alles. Wood. Holz brauchen wir. Ein Schild habe ich schon. Aber wir müssen das Ganze ja craften und uns nicht so erholen da. Ich will immer irgendwie ercheaten sagen, aber es ist ja nicht ercheaten. Wir holen uns das ja auf legalem Weg. Ist irgendwie komisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Hammer. Warum sind die denn nicht stackbar? Also stapelbar, ey. Sowas ist nervig. Und das ist doch unnötig, oder? Das ganze Zeug jetzt hier einzeln da rein zu packen.
Dann das nächste. Craft 20 Leitern. So. Natürlich komplett verfehlt. Wie viel brauche ich? 20 habe ich. So, 20 Leiter. Danach kommt 20 Zoll, die haben wir schon gemacht. 20 Fence Gates, die haben wir natürlich noch nicht gemacht. So, wird ganz schnell gecraftet hier alles. Denn am Ende ist ja unser Ziel, die komplette Tabelle auszufüllen. Dann haben wir das Projekt erst beendet, denke ich mal. Oder? Weiß ich nicht. Also hier sind unsere Quests, wir erledigen die Quests. Fence Gate haben wir jetzt. Craft 10 Levers. Also 10 Hebel. Und jetzt brauchen wir normalen Stone. Jetzt brauchen wir... die Teile. So. Ich weiß, Crafting-Folgen sind unglaublich interessant. Aber ich kann es nicht ändern. Na doch, ich kann es eigentlich schon ändern. Wir müssen ja irgendwann mal die Quests auch machen. So, 10, da machen wir 10 Trapdoors, also 10 Falltüren. So. Wird auch ganz schnell gecraftet, ist gar nicht schwer. Ist anscheinend doch schwer. Ach, so werden Trapdoors gebaut. Es braucht doch nie jemand eine Falltür. Da weiß ich es ja auch nicht. So, die können wir uns jetzt hier so hinstellen. Oh lol. Was? Oh, egal. So. Ist jetzt auch wieder gut. Jetzt haben wir die gebastelt. Jetzt können wir uns freuen. Dann können wir die gleich wieder hier einschmelzen. So, das nächste. Craft 10 Stone Pressure Plates. Jetzt brauche ich den anderen Stein. Nochmal 20 brauchen wir dafür schon, oder? Ich weiß nicht. Stone. So. Jawohl, jetzt haben wir 10 Stone Pressure Plates. Craft 10 Wooden Pressure Plates. Ah, wir gönnen uns einfach. Haben wir uns auch davon 10 gecraftet. Collect 64 Bone Meal. Das heißt, sammle ja. So, jetzt uns hier Bone Meal nehmen. Sollen wir hier reintun? Oder es gibt Bett. Dorthin. So, jetzt habe ich jetzt gesammelt. Ja, schön, gut. Das haben wir jetzt auch. Das ist nicht. Das kann da rein. Das kann da rein. So. Craft 20 Cobblestone Stairs. Also, Stairs sind Slabs. Okay. Das ganze Zeug wieder reinbauen. Cobblestones. Mann. Cobblestone brauche ich. Jetzt muss ich jetzt 10 Stairs bauen, also 10 Treppen. So, haben wir. Das sind auf jeden Fall 10. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber egal. So. So, und jetzt, ja, haben wir. Achso, nee, noch nicht ganz das erledigt, aber die, und zwar sind die Quests in zwei Teile aufgeteilt. Einmal in Tagget-Gemäre, also was mit Tagget zu tun hat, einmal in Vanilla-Minecraft, so. Wir haben jetzt die Vanilla-Minecraft-Dinger fast fertig. Deswegen würde ich sagen, diese Folge ist nochmal kürzer, sind nur 10 Minuten. Tut mir jetzt leid, aber ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat.
Ich werde dann mal irgendwie das wahrscheinlich einblenden oder so. Weiß ich nicht, wie ich das mache. Wollte ich auch schon mal vor ein paar Folgen machen. Aber egal, ich vergesse es hier sowieso und damit vergesst es einfach wieder. Ne, und damit wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.